So, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge Dragon Age 2 gesagt. Ich meine natürlich Dragon Age Inquisition. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben, haben Varric und Solas kennengelernt. Und, schon die... den ersten Riss geschlossen. Okay. Wir können jetzt auch die Kontrolle über die anderen übernehmen. Sieht nicht Varric schön aus? Er sieht's aus wie immer. Also. Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Ich bin froh, dich dabei zu haben, Varric. Bin immer froh, dich dabei zu haben. Okay. Ups. Wir haben jetzt eine taktische Ansicht. Okay. Du kannst hier... auf den da gehen. Solas, du kannst hier auf den gehen. Ja. Wie kommen wir hier wieder aus der taktischen Ansicht raus? Ich hab nicht zugehört. Bitter. Okay, so kamen wir irgendwie raus. Nee, wir kamen nicht raus. Okay, was ist... also die Ansicht ist ja schön und gut und so, aber... bringt halt ziemlich wenig, wenn wir... okay. Steuerung? Will die Steuerung sehen. Kassenbelegung. Da müsste da taktische Ansicht T. Okay. So. Gehen wir raus aus der taktischen Ansicht. Ist ja schön und gut, aber... ich würde gerne mehr sehen. Ah, hier haben wir zwei Bärenfallen. Ich dachte, man könnte sie aktivieren, aber nee. Ups. Wollte ich jetzt nicht. Plündern war das Haus, welches in Flammen steht. Immer eine gute Idee. Aquamarin, ja, nehmen wir alles mit. Ich meine, wir haben ja Platz im Inventar. Sollte ja niemand was dagegen haben. Regenerieren werden wir uns nicht. Hier ist eine Barriere. Ich müsste mir nochmal hier angucken, was unsere Begleiter hier alles haben. Okay. Dann seid ihr unschuldig. Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Das stimmt. Und ich sag mal so, Varric's Geschichten sind ja generell immer schön. Von daher... er uns ja eine nette Geschichte ausdenken können. So. Okay, den bekommen wir jetzt nicht. Weil er natürlich wieder abgehauen ist. Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Ja.
Nehmen wir mal einen Heiltrank. Ich bin mir jetzt nicht sicher, können wir auch nur 8 Heiltränke haben? Das wäre ein bisschen blöd. Das wäre ein wenig... Noch ein Riss! Wir müssen ihn schließen! Schnell! Es werden immer mehr! Helft uns! Na, jedes Mal. Jedes Mal. Wenn ich hier mal... Das sind also Krähenfüße. Okay, machen wir. Stufenaufstieg. Dein Charakter ist eine Stufe aufgestiegen. Bei einem Stufenaufstieg werden deine Gesundheit und Werte automatisch erhöht und du erhältst einen Fähigkeitspunkt, den du investieren kannst. Drücke P, um den Charakterbogen zu öffnen. Okay, wir müssten noch mit Liliana gleich sprechen. Okay, okay. Ja, verfügst du über eine Erfahrung, indem du ihn anklickst. Ja, das ist nichts Neues. Und wir können zurückkehren, indem wir... Haben wir unsere Punkte angelegt. Ist nichts Neues. Fort, Lady Cassandra. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Ja, durchaus. Okay. Ups. Sorry. Können hier unsere Vorräte einfach so aufstocken. Ganz nett. Ah, da sind sie also. Ihr habt es geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Ist das vordringlichere Problem denn nicht, die Bresche zu schließen? Ihr habt uns das alles überhaupt erst eingebrockt. Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel. Das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Schnell, aber indirekt. Soldaten werden anderswo als Ablenkung dienen. Das Problem wird früher angegangen, doch es könnte Verluste geben. Groß angelegter Angriff mit Soldaten, die sicherstellen, dass ihr den Tempel erreicht. Die Speer auf dem Pass sind womöglich verloren. Jetzt interessiert es euch also, was ich denke. Ihr tragt das Mal. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen.
Da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Wir greifen mal mit den Soldaten an. Ja, aber... nehmen wir den schnellen Weg. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Okay, aber wir können jetzt auch hier hinaufklettern. Nett. Der Tunnel müsste gleich dort vorne sein. Und direkt dahinter liegt der Weg zum Tempel. Was für eine Art Tunnel ist das? Ein Bergwerksstollen? Er ist Teil einer alten Minenanlage. Diese Berge sind voll von derartigen Gängen. Und eure verschwundenen Soldaten sind irgendwo da drin? Gemeinsam mit dem, was auch immer sie festhält. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Ja, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall ein höherer Schatten. Sehr schön. Sagen wir mal, für das hier schnell das Weite suchen. Aua. Okay. Dann müssen wir jetzt weiterziehen. Ups. Upsala. Okay. Soll ein schneller Weg sein, sagen sie. Aber es könnte Verluste geben. Hoffen wir einfach mal, wie gesagt, dass es keine Verluste gibt. Verluste sind immer blöd. Lieber mag ich es, alles zu behalten. Komm her. Sehr gut. Jeder geht auf einen. So, plündern wir mal hier den Sack. So, plündern wir mal jemanden an den Sack. Kann ja nicht schaden. Ich schätze, wir haben die Soldaten gefunden. Das können unmöglich alle sein. Dann könnten sich die anderen vielleicht weiter vorne verschanzt haben. Die Bresche muss für uns an erster Stelle stehen. Wenn wir sie nicht bald schließen, ist niemand mehr sicher. Das überlasse ich dem Mann mit der leuchtenden Hand. Danke, Varric. Danke.
Gut. Wäre ja dafür, dass wir hier erstmal auch den Enden herangehen, dann... Diese Schatten... Ihr macht das schon. Ich glaube, wir haben die gerade erst aufgeweckt, diese Dinge. Ah. Nee, das war geplant. Ihr habt ihn ebenso geschlossen wie den letzten. So langsam bekommt ihr Übung. Dann hoffen wir mal, dass es bei dem Großen auch funktioniert. Im Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid, Lady Cassandra. Ich glaube nicht, dass wir noch viel länger durchgehalten hätten. Dankt unserem Gefangenen, Leutnant. Er hat darauf bestanden, dass wir diesen Weg nehmen. Dem Gefangenen? Dann seid ihr... Solange die Chance bestand, euch zu retten, mussten wir es einfach versuchen. Und dafür bin ich euch zutiefst dankbar. Der Rückweg ins Tal ist im Moment sicher. Geht, solange ihr noch könnt. Wir brechen sofort auf. Na los, Bewegung! Der Weg vor uns scheint ebenfalls frei von Dämonen zu sein. Dann beeilen wir uns besser, bevor sich das ändert. Das ist ein guter Plan. Die Leiter runter. Das ist der Weg zum Tempel. Die Leiter runter? Ah, die Leiter runter. Ja, bitte auch die Leiter und nicht einfach so runterspringen, wie ich das fast gemacht hätte. Runterspringen ist nicht so gut. Tut ein bisschen weh. Also, Löcher im Nichts kommt doch nicht zufällig zustande, oder? Wenn ausreichend Magie zum Tragen kommt, ist es durchaus möglich. Aber es gibt einfachere Wege, Dinge zur Explosion zu bringen. Das ist wahr. Wie das alles geschehen ist, können wir uns fragen, sobald die unmittelbare Gefahr gebannt ist. Das, klingt vernünftig. Der Tempel der heiligen Asche. Das, was von ihm übrig ist. Ah, mit... Dies ist der Ort, an dem ihr aus dem Nichts getreten seid und von unseren Soldaten gefunden wurdet. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Ich wollte gerade fragen, wer war die Frau?